Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Holger Wormer und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer, Sitzung innerhalb der vielen Sessions der SAICA-Tagung, die eine besondere Bewandtnis hat, insofern, als wir hier mit einigen Teilnehmern sprechen wollen, die an dem Förderprojekt der Volkswagen-Stiftung teilgenommen haben, das Sie wahrscheinlich alle kennen, zu Wissenschaft und Datenjournalismus. Der Titel der Veranstaltung heißt Treffen sich ein Journalist und ein Wissenschaftler und man ahnt schon, so beginnen normalerweise Witze. Ich hatte auch kurz überlegt, inwieweit wir vielleicht im Rahmen dieser Veranstaltung jetzt auch den einen oder anderen Wissenschaftler oder Journalistenwitz erzählen können. Da scheint es aber Defizite zu geben, also Forschungsbedarf sozusagen. Man findet Japan-Witze, Jesus-Witze, aber in der Kategorie Journalistenwitze findet sich nicht so allzu viel. Das ist aber auch kein Selbstzweck mit den Witzen, weil was Witze natürlich ganz gut tun, sie bringen Klischees auf den Punkt für beide Berufsgruppen und genau für diese Klischees interessieren wir uns jetzt hier auf dem Podium. Wir werden jetzt weniger über die Inhalte der geförderten Projekte sprechen, das wird im Laufe des Tages oben in dem Raum C55 noch der Fall sein, sondern wir interessieren uns für die Metaebene. Also was passiert denn, wenn sich ein Journalist und ein Wissenschaftler treffen? Das möchten wir tun mit zwei Wissenschaftlern und zwei Journalisten aus jeweils einem Projekt. Es sind also vier Projekte vertreten und ich begrüße als erstes, ich stelle sie im Detail nachher noch ein bisschen genauer vor, zu meiner Linken von mir aus gesehen Professor Paul Plehner vom Universitätsklinikum Ulm. Fangen wir mit den Wissenschaftlern an. Dann Professor Chris Biemann, ganz zu meiner Rechten, Universität Hamburg. Dann wieder zu meiner Linken Eva Wolfangel, freie Journalistin in Stuttgart und wiederum rechts neben mir Julius Tröger, Leiter des Interaktivteams bei der Morgenpost. Wir sind also auch von den Städten sozusagen bundesweit im Norden, Süden, Osten und so weiter vertreten. Frau Wolfangel, ich habe natürlich überlegt, mit wem fängt man jetzt an, mit einem Wissenschaftler oder einem Journalist. Damit es da keinen Konflikt gibt, machen wir es jetzt ganz klassisch, Ladies first. Und wir fangen mit Ihnen an. Und meine erste Frage wäre jetzt, wofür brauchten Sie in Ihrem Projekt eigentlich einen Wissenschaftler? Also was konnten Sie nicht alleine? Was war die Erwartung an das, was die Wissenschaftler bei Ihnen eigentlich tun sollte? Unser Projekt hat ja mit künstlicher Intelligenz zu tun. Also meine Idee war, kann man nicht eine Maschine beibringen, Semantik in Texten zu erkennen und Argumente, spricht jemand für oder spricht jemand gegen was? Ja, und das erklärt sich, finde ich, fast von selbst, dass ich das nicht von selber kann. Also ich kann nicht programmieren. Und ich habe mich vor einer Zeit ein bisschen unbeliebt gemacht, indem ich einen Artikel geschrieben habe für das Meta-Magazin von der Wissenschaftspressekonferenz, in dem ich geschrieben habe, ich finde es Unsinn, dass wir Journalisten jetzt neuerdings versuchen, dass wir programmieren lernen und versuchen, für Datenjournalismus alles selber zu machen, weil meine Erfahrung oder auch ich finde ein Blick in die Dinge, die wir so machen, eben zeigt, dass es total begrenzt ist, was man selber machen kann als Journalist. Und das ist ja auch sinnvoll. Ich meine, es gibt eine eigene Ausbildung dafür. Wir sind nicht Informatiker, wir haben nichts mit KI zu tun. Also ich finde es wichtig, gerade bei Projekten, die über so eine Basislinie rausgehen, dass man sich zusammentut mit Forschern und deswegen habe ich da gleich den Kontakt gesucht. Und Sie schreiben ja als Wissenschafts- und Reportagejournalistin für die Zeit, für die Süddeutsche Spektrum, Bild der Wissenschaft und haben sich aber auch schon ein bisschen auf diese Gebiete Mensch-Maschine-Interaktion, Informatik und so weiter spezialisiert. Hat das so geholfen im Vorfeld, also dass Sie sozusagen sowieso als Wissenschaftsjournalistin auch unterwegs sind? Also war echt ganz witzig, weil ich schreibe tatsächlich gerade ständig darüber, Algorithmen, künstliche Intelligenz ist eine Blackbox. Man weiß oft nicht, wie die zu ihren Schlüssen kommen. Das ist eine große Herausforderung. Das schreibe ich die ganze Zeit und dann war ich in der Situation, dass ich also so einen Algorithmus trainieren sollte und dem sagen sollte, jetzt argumentiert hier zum Beispiel jemand für die Vorratsdatenspeicherung und hier argumentiert jemand dagegen und habe gemerkt, wie schwierig das ist und habe dann die Forscher gefragt, was soll ich denn machen? Was soll ich dem jetzt sagen, das hier ist ein Argument dafür? Also wir hatten Bundestagsdebatten als eine Quelle und das ist ganz furchtbar, weil die furchtbar verquast argumentieren und immer mit dem Gegenargument anfangen und dann irgendwann umschwenken. Also ein Satz beinhaltet dann quasi Pro- und Kontraposition und ich war völlig ratlos, was sage ich der Maschine? Wie kann die verstehen, ob derjenige jetzt gerade dafür oder dagegen spricht? Und dann haben die Wissenschaftler, und das ist vielleicht auch schon ein Klischee, sitzen da und grinsen, das freut mich, der André und der Jonas, haben dann gesagt, ja, wissen wir auch nicht. Also mein Klischee war schon, Wissenschaftler wissen, es ist ein Klischee, Wissenschaftler wissen alles und es war schön zu sehen, dass es wirklich so ist, wie ich auch immer schreibe, dass man mit diesen Algorithmen eben vorher nicht weiß, was die lernen können und was nicht und wir waren ganz oft überrascht, auch an Punkten, wo ich dachte, das kann nie und immer sein, dass der jetzt, also diese Maschine, das versteht oder daraus was lernt aus diesen wirren Annotationen, die ich da mache, wo es auf einmal klappt und dann Stellen, wo ich dachte, okay, das ist doch jetzt ganz klar, hier und hier und hier geht es da und darum,
wo es die Maschine nicht verstanden hat. Und das fand ich total spannend, eben gerade, weil ich mich mit dem Thema theoretisch beschäftige oder viele Interviews zugeführt habe, zu sehen, wenn ich an der Stelle bin, ist es in der Praxis echt so ist. Es ist was, was viel mit Bauchgefühl rumprobieren zu tun hat und was eben ja, immer die Überraschungen produziert. Das ist in der Tat ein beliebtes Journalistenklischee. Wissenschaftler wissen alles, wenn sie als Wissenschaftsjournalist über etwas schreiben und dann kommt hinter der Anruf aus der Nachrichtenredaktion, wenn man das für und wider hat, wie ist es denn jetzt? Ja, und der Wissenschaftler muss es doch sagen können. Bleiben wir bei den Journalisten einen kleinen Moment. Julius Tröger, er hat es mit seiner Arbeit auf die Titelseite des Medium-Magazins geschafft. Titel war damals Nerds im Newsroom. Julius Tröger und seine Programmierer machen Top-Journalismus im Team. Das hat Zukunft. Und das hat auch Vergangenheit. Er hat nämlich 2016 mit dem Team einen Grimme Online Award gewonnen. Und ich zitiere mal aus der Juryentscheidung. Daran heißt es nämlich damals, Daten sind Schätze, die noch zum Glänzen gebracht werden müssen. Deshalb machen sich viele Journalisten erst gar nicht auf die Suche. Das Interaktivteam der Morgenpost dagegen hat mit großer Kontinuität diese Disziplin zu einer eigenen Klasse entwickelt und damit die eigene Zeitung zum Strahlen gebracht. Da erübrigt sich wahrscheinlich die Frage, mit welchen Klischees man denn im eigenen Hause konfrontiert ist, wenn man jetzt plötzlich mit Wissenschaftlern zusammenarbeitet, weil das muss ja für alle anderen Redakteure der Berliner Morgenpost jetzt dann schon Business as usual sein, dass der, wie war das, Nerd im Newsroom jetzt mal wieder mit ein paar Wissenschaftlern um die Ecke kommt, oder? Am Anfang ist es dann schon komisch, wenn man mit Programmierern in der Redaktion sitzt und man hat dann einfach nicht Word offen, sondern halt irgendwie was zum Programmieren und es sieht einfach ein bisschen anders aus. Die denken ein bisschen anders, wenn es um irgendwelche Fragestellungen geht, wo man früher möglicherweise von Hand rangegangen ist, Dinge auszuzählen, sagen wir einfach, wir können es automatisch machen, wir haben einfach ganz andere Methoden. Es war früher schon echt eine ganz andere Nummer, aber mittlerweile, glaube ich, haben sich die Kollegen an uns gewöhnt und auch wie wir arbeiten, dass es alles ein bisschen anders funktioniert und wir arbeiten viel mit denen zusammen. Und auch wenn wir tatsächlich mit Wissenschaftlern unterwegs sind, ist es auch völlig gang und gäbe, dass wir auch meistens wissen, wen wir da am besten ansprechen, dass wir die Kontakte haben. Und ich glaube, mittlerweile ist es was ganz Normales, ja. Sie sagen, die Kollegen haben sich schon an Sie gewöhnt. Das klingt ja so, als wären Sie gar nicht mehr auf der Journalistenseite, sondern auf der, die beiden Wissenschaftler verzeihen mir das jetzt, auf der Nerd-Seite aus Journalistensicht. Also fühlen Sie sich schon fast mehr als Wissenschaftler? Nee, glaube ich nicht. Aber wir sind, glaube ich, schon so ein Mittelding, ne? Also wir sind auf jeden Fall in der Redaktion, sind wir als Journalisten da. Aber natürlich arbeiten wir schon auch ein bisschen anders, als sag mal rein im Journalismus eben das gemacht wird, dass wir wirklich auch wissenschaftliche Methoden anwenden und auch mehr im Kontakt eben mit Wissenschaftlern sind. Da stellt sich jetzt dann natürlich die Frage, in dem Projekt, vielleicht sagen Sie einen Satz dazu, in dem Sie gearbeitet haben, wozu brauchten Sie denn dann noch einen Wissenschaftler, wenn Sie sowieso die kompetenten Leute schon im Team haben? Also bei uns ist es schon so, dass wir mit wissenschaftlichen Methoden arbeiten oder auch mal vielleicht irgendwelche Algorithmen mit denen arbeiten, wo wir auch dann häufig viele, viele Nachfragen haben und auch vor allem, wenn es um die Interpretation geht und da brauchen wir immer Wissenschaftler dafür. Also bei uns ist es immer so, bevor wir irgendwas veröffentlichen, bevor wir was Größeres veröffentlichen, halten wir immer Rücksprache mit Wissenschaftlern und sind meistens auch während des Projekts eben schon im Gespräch mit Wissenschaftlern. Und in dem konkreten geförderten Projekt, genau. Wozu brauchten Sie da? Und da war es aber tatsächlich so, dass wir eher diejenigen waren, die das umgesetzt haben. Also dort war es tatsächlich so, dass die Hauptarbeit am Anfang erstmal zu überprüfen, was wurde bisher schon in diesem Bereich gemacht. Sagen Sie ganz kurz den Bereich, genau. Das wissen die Menschen hier nicht. Genau, was wir gemacht haben, zusammen mit der HCU Hamburg, mit Herrn Professor Schiewe, der da hinten sitzt. Wir haben ein Tool entwickelt für Journalisten und Wissenschaftler, mit denen man Datensätze auf unterschiedlichen Granularitäten zusammenbringen kann. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel Daten, Einkommensdaten auf Postleitzahlebene vorliegen und haben eben zum Beispiel Wahldaten auf Wahllokalebene vorliegen. Und da gibt es jetzt eben Methoden, um die zusammenzubringen, um mit denen rechnen zu können. Das haben wir zum Beispiel gemacht. Und da war natürlich die Hauptaufgabe, erstmal von den Wissenschaftlern zu sehen, was gibt es da schon, was wurde da auch schon darüber geschrieben, welche Methoden sind sinnvoll, welche nicht. Und wir haben die mehr oder weniger umgesetzt und vor allem, das war auch, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dann in der Praxis getestet, in der Journalistenpraxis. Da gibt es eine ganz nette Anekdote, es war kurz vor der Abgeordnetenhauswahl letztes Jahr und ungefähr so eine Woche, glaube ich, bevor wir dann was gelauncht haben, habe ich dann bei Jochen und den Kollegen angerufen und gesagt, wir müssen dringend was ändern. Wir brauchen mal dringend ein bisschen anderen Algorithmus. Könnt ihr das schnell machen? So quasi bis morgen. Und es hat tatsächlich geklappt, aber ich glaube, das ist halt auch nicht unbedingt der Zeitrahmen, mit dem Wissenschaftler normalerweise konfrontiert sind. Auf den Zeitrahmen, das ist sicherlich einer der Punkte oder der Hauptunterschiede im Denken von Journalisten und Wissenschaftlern. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde jetzt ganz gerne Paul Plehner ins Gespräch bringen. Er hat den Lehrstuhl für Akut und Trauma
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Universität Ulm. Und auch an Sie, Herr Plehner, die Frage. Also gerade Mediziner, die ich kenne, die sind, sagen wir mal, oft selbstbewusst, die können doch eigentlich eh immer alles. Wozu brauchten Sie jetzt ausgerechnet einen Journalisten in Ihrem Projekt? Selbstbewusstsein hat ja nicht was damit zu tun, dass ich alles können muss. Muss man jetzt mal fairerweise differenziert betrachten. Ich habe provoziert, wie das Journalisten so machen. Ja, ja. Ja, ich bin eingestiegen drauf. Also es war tatsächlich so, dass die Idee zustande kam durch eine journalistische Publikation. Also ich saß zu Hause, habe das Neon-Magazin durchgeblättert, hat eine gute Infografik gefunden. Und es ging in dieser Infografik darum, was uns Instagram verrät über Menschen oder was es uns verraten kann. Und als Teil der Infografik stand was zum Hashtag Depression und dann war auch so, naja, da gibt es viel mit Suizid. Und ich dachte mir, die haben eine Methode, das könnte mir weiterhelfen in meiner Forschung oder mir helfen zu verstehen, wie die Mechanismen funktionieren, wie sich Jugendliche austauschen über Selbstverletzung. Und habe dann tatsächlich innerhalb von den nächsten 2 Tagen in die Redaktion geschrieben, weil natürlich da nur der Name abgebildet war und gesagt, ich bräuchte einen Kontakt zu dem, der das geschrieben hat. Und dann kam zeitgleich die Ausschreibung der VW-Stiftung. Als wir den Kontakt hatten, habe ich dann gesagt, ich glaube, ich denke, wir sollten das probieren, uns hier zu bewerben. Welche Redaktion war das? Sagen Sie es nochmal bitte. Neon war das. Neon war das, Neon, das war die Neon-Redaktion. Genau, ja. Und dann kam die Zusammenarbeit mit Martin Fischer und mit David Gollwig, die diese quasi den Artikel geschrieben hatten, weil die konnten das und das konnte ich nicht. Ich hatte keine Ahnung, wie man ich komme eher aus der Hirnforschung oder auch epidemiologischen Forschung, aber wie man über eine API-Schnittstelle auf Instagram-Daten zugreift, keine Ahnung. Also ich hatte eine Idee, das könnte sehr, sehr interessant sein, sehr viel Potenzial haben. Es gab auch schon erste Publikationen, die so mit sozialen Medien und Selbstverletzung aber sehr, sehr oberflächlich das betrachtet haben, also rein deskriptiv. Aber wir wollten ja eine Schicht runtergehen und noch mehr darüber verstehen. Ich habe die anderen nach den Klischees gefragt, die Sie erlebt haben mit der jeweils anderen Seite. Hatten Sie ein Klischee vorher von Journalisten, was Sie dann auch mal geguckt haben bei der Zusammenarbeit? Stimmt das denn oder nicht? Gut, ich bin ein bisschen familiär belastet, nachdem mein Bruder lange als Journalist gearbeitet hat. So gesehen ist das vielleicht, habe ich da einen weniger großen Bias, aber... ja, also was tatsächlich ich habe eine gewisse Datenverliebtheit dann zumindest bei den beiden ausgemacht, die ich mir so nicht gedacht hätte. Also diese Präzision, wenn wir über und das genaue Nachfragen ist klar journalistisch, aber diese Präzision und wie weit man hineingeht in die Präzision, das hätte ich mir so nicht erwartet. Das heißt, Journalisten sind manchmal präziser als Mediziner? Es war in dem Fall, ich denke, worum es ging, war, dass vieles von dem, was wir für uns selbstverständlich nehmen, immer wieder hinterfragt wurde. Und das hat irrsinnige Präzision in dem Projekt geschafft. Also Dinge, die man normalerweise, wenn man sich austauscht zwischen 2 Leuten, die in der Hirnforschung sind, sind bestimmte Algorithmen, bestimmte Ideen von Tests sehr, sehr selbstverständlich. Also wird das nicht reflektiert, warum genau das. Und das war eine Präzision, die hineingekommen ist, die ich sonst, wenn man sozusagen zwischen Leuten arbeitet, die Ähnliches machen in der Wissenschaft, eigentlich nicht kannte. Also sozusagen Präzisionsjournalismus as its best, sozusagen. Genau. Wunderbar. Herr Biemann, wie war das bei Ihnen? Sie leiten die Arbeitsgruppe Sprachtechnologie, vormals an der TU Darmstadt und seit 2016 an der Uni Hamburg. Und da geht es ganz viel um Sprachverständnis mit Computern, lexikalische Semantik und so weiter. Wie war das bei Ihnen? Wofür brauchten Sie jetzt einen Journalisten oder eine Journalistin? Nun, als Sprachtechnologe versuchen wir, Computern Sprache beizubringen, erstmal zweckfrei. Aber wenn wir das jetzt in die Praxis überführen wollen, brauchen wir jemanden, der das braucht. Und in dem Fall haben es unsere Journalisten gebraucht. In unserem Projekt haben wir uns mit dem Durchforsten von Leaks beschäftigt, also große Textdatenmengen. Und der Frage, wie kann man da möglichst schnell etwas drin finden und wie kann man das so aufbereiten visuell, dass die Journalisten das auch bedienen können. Und dafür braucht man an der Stelle Sprachtechnologie. Also bei Ihnen war das dann kein Problem sozusagen, weil Ihnen das Fach der Medien oder Journalisten sowieso naheliegt, weil das sozusagen quasi ja ein bisschen Ihr Forschungsgegenstand auch ist. Also bei Ihnen gab es nicht so Berührungsängste? Nee, kaum. Also weniger, dass wir vorher mit Journalisten gearbeitet hätten. Aber so als Sprachtechnologe ist man eh schon der Geisteswissenschaftler unter den Informatikern. Und dann haben wir auch noch Visualisierer im Team und Visualisierer visualisieren gerne Daten und die müssen irgendwo herkommen. Also die beiden informatischen Arbeitsgruppen in unserem Projekt hatten schon keine Berührungsängste mehr in andere Fachgebiete, so würde ich es vielleicht beschreiben.
Ein Punkt, den man auch immer wieder in der jetzt wissenschaftlichen Literatur über Journalismusforschung oder Wissenschaftsjournalismusforschung liest, ist, dass eben einer der wesentlichen Unterschiede, es klang auch schon an, ist der unterschiedliche Zeitrahmen. Also die Erwartungen der Journalist oder der Journalistin braucht das vielleicht in ein paar Stunden, das Ergebnis, und Wissenschaftler, die denken dann eher mal so in Monaten oder in Jahren irgendwie. Gab es da Beobachtungen in der Richtung bei Ihnen? Ja, natürlich. Und da haben wir auch unser Konzept an manchen Stellen ein wenig verändern müssen. Denn wir dachten naiv, naja, da sollen schöne Bilder rauskommen, das soll irgendwie gut aussehen, das soll perfekt sein. Und deswegen geben wir den Journalisten die Möglichkeit, in dem Tool so nachzuarbeiten, dass das gut aussieht. Das interessiert natürlich Journalisten nicht, weil die dafür die Zeit nicht haben. Also in dem Fall unterscheiden sich auch Journalisten kaum von praktischen Ärzten, die die Arztbriefe schnell schreiben wollen. Ihnen geht es nicht darum, dass das irgendwie gut aussieht, sondern das muss schnell gehen und das muss funktional sein. Und wenn da viel Kram in so einer Tool-Oberfläche noch rumfliegt, die ist irrelevant, das stört das die Journalisten nicht, solange da die guten Sachen vorkommen. Und deswegen mussten wir da ein bisschen nachsteuern. Bleiben wir mal bei dem unterschiedlichen Koordinatensystem, was den zeitlichen Rahmen angeht. Herr Tröger, Berliner Morgenpost ist jedenfalls das Mutterhaus, ist eine Tageszeitung. Da wird auch in Stunden, je nachdem wann die Dinge passieren, die passieren ja auch dummerweise nicht alle schön morgens, sondern manchmal auch eine halbe Stunde vor Redaktionsschluss. Da wird ja in anderen Zeitrhythmen gedacht. Wie gehen Sie in Ihren Projekten dann oder jetzt ganz konkret in dem Projekt mit den Wissenschaftlern damit um? Oder muss man da auch erstmal einiges erklären, was eigentlich eine Deadline ist? Ich glaube, es gibt viele unterschiedliche Zeiten auch im Journalismus. Es gibt da zum Beispiel wirklich den Online-Journalismus, wenn ich dann direkt am Desk sitze und schnell Nachrichten veröffentlichen muss, Breaking News etc. Dann gibt es natürlich auch schon Print, wo man vielleicht doch, oder auch Magazine und so weiter, es ist ja nicht Journalismus, hat ja dann auch verschiedene Geschwindigkeiten, ist dann nicht immer bloß ganz schnell, aber natürlich im Vergleich zur Wissenschaft vermutlich dann doch nochmal. Bei uns ist es so, dass wir als Interaktivteam uns ein bisschen mehr zurücklehnen können, deswegen mehr in die Materie einsteigen können, also nicht unbedingt direkt an den Tageszeitungs- und Online-Journalismus gekoppelt sind. Wir natürlich, wenn schnell was passiert, auch reagieren müssen und auch unterstützen unsere Kollegen so. Aber wir haben da schon ein bisschen mehr die Möglichkeit, uns tiefer einzuarbeiten. Und deswegen hat es nicht ganz kollidiert, so auch mit jetzt hier in einem wissenschaftlichen Projekt zusammen mit der HCU. Eva Wolfangel, auch journalistische Seite von den Sie schreiben auch für Magazine, aber auch für eher Wochen- oder tagesaktuelle Medien. Wie geht man da um mit den unterschiedlichen Zeitachsen bei Wissenschaftlern und Journalisten? Ich bin unter den Journalisten schon eine von denen, die eigentlich Zeit hat, weil ich Freijournalistin bin und ich es mir leisten kann, große Recherchen zu machen. Ich schreibe eher für Wochen- und Monatsmagazine, wo man eh sehr langfristig plant. Und trotzdem ist es mir am Anfang total aufgefallen, dass wir von ganz verschiedenen Sachen sprechen. Also für mich war das dieses Projekt irgendwie eine Monat lang, fast ein Jahr lang an einem Ding zu arbeiten. Wahnsinn, was wir da alles reißen können, das ist ja verrückt und so. Und für die Forscher war es so, ganz schön wenig Zeit, da müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Also das war spannend und wir haben uns, glaube ich, echt ein bisschen aneinander gewöhnen müssen und ich meine Ungeduld ein bisschen drosseln. Das führte für mich zu einem weiteren Klischee, witzigerweise, und zwar das Klischee, dass Wissenschaftler ihre Statistiken ja immer schön frisieren. Das Klischee hatte ich tatsächlich und dachte, ja, das ist ja alles, muss man immer skeptisch sein und das ist irgendwie alles nicht echt und so. Dann geisterte irgendwann immer dieses Wort Evaluation durch die Gegend und ich hatte so das Gefühl, hey, jetzt komm, jetzt sind schon so weit, jetzt machen wir noch ein bisschen und noch ein bisschen und dann kann ich endlich meine Recherche starten. Ich wollte eigentlich am Ende eine investigative Recherche machen und André meinte immer, ja, wir brauchen aber noch Daten für die Evaluation und das ist kompliziert, weil die dürfen nicht von dir sein, die müssen wir anders annotieren, aber der müsste eigentlich ganz, ganz ähnlich denken, am besten ein Klon von dir. Und ich habe gesagt, wieso denn? Ja, um halt klar wissenschaftlich korrekt prüfen zu können, ob unser System jetzt diese Beispiele finden würde, weil wir ja nie wissen, ob das System jetzt alle Sachen findet, die wir suchen. Also ich wurde auch nochmal so ein bisschen auf die Spur gebracht von wie komplex es sein kann, wissenschaftlich exakt zu arbeiten, was mit meiner Ungeduld in dem Fall kollidiert ist, deswegen das zu dem Thema Zeitgefühl passt. Und das fand ich echt total spannend und auch sehr angenehm zu sehen, also wie viel Gedanken sich Forscher dazu machen, wie kann man denn wissenschaftlich korrekt gucken, ob unser System jetzt auch, also welche Genauigkeit wir haben, wie viel wir finden. Herr Plehner, vielleicht auch eine Frage für Sie, weil
gerade wenn man in der eigenen Forschung natürlich mit Social Media beschäftigt, dann hat man ja auch in der Wissenschaft ständig den Eindruck, man legt ein Forschungsprojekt auf, dann wird das nach einem Jahr bewilligt, dann forscht man 3 Jahre. Ich sage immer, es gibt irgendwann mal jemand, der beforscht Twitter, stellt einen Antrag, forscht 3 Jahre und dann am Tag der Verteidigung der Dissertation wird Twitter eingestellt. Könnte ja sein, was die Zahlen angeht. Jetzt arbeiten Sie auch im Bereich Social Media in dem Fall. Wäre das vielleicht auch was, wovon sich dann die Wissenschaft von so Förderrhythmen was abschauen könnte? Also dass es so eine Taskforce gibt, dass man auch mal sagt, so jetzt gibt es ein schnelles Wissenschaftlerprojekt, wo man nicht für 3 Jahre einen Doktoranden bezahlt, sondern für ein halbes Jahr, aber dann irgendwie 5 Leute. Was halten Sie davon? Also im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass es jetzt Bestrebungen auch gibt, in der Förderlandschaft schneller zu werden. Es ist, wie Sie sagen, für das letzte große Projekt, das ich eingeworben habe, war etwa ein Jahr Vorlauf, also mit erster Antragseinreichung. Das Problem ist, die Anträge oder die Ausschreibungen kommen, dann hat man meist einen Monat Zeit bis 6 Wochen Zeit. Also das Arbeiten auf Deadlines ist jetzt nicht so ganz das, was wir nicht kennen, um gut eine erste Skizze einzureichen. Dann wird einige Monate begutachtet, dann kommen Änderungsvorschläge bestenfalls oder man wird sowieso abgelehnt, dann war die Arbeit für die Katz. Und dann kommt noch mal ein paar Wochen Zeit, um eine zweite Änderung einzureichen. Also es gibt immer diese Hochstressphasen, sagen wir so. Und im Endeffekt hat man dann ein Jahr verloren, bis es beginnt. Also das ist tatsächlich so, wie Sie sagen. Und dann aber 3 Jahre Zeit in aller Regel, wenn das Projekt läuft und es nicht vorzeitig eingestellt wird. Auch da gibt es ja Evaluationen, um das fertig zu machen. Jetzt gibt es zumindest bei einigen Geldgebern Bestrebungen, das durchaus zu beschleunigen. Gerade eben bin ich in so einem Projekt beteiligt, wo es tatsächlich binnen einem Monat Rückmeldung gab und Aufforderung zu Änderungen. Das schafft natürlich aber auch einen Druck, sagen wir mal, auf die Wissenschaftler, weil dann verkürzen sich auch deren Zeiträume zu reagieren. Und das ist spannend, wo das hingeht. Das sind dann, wie Sie sagen, es geht dann nur um kleinere Summen, da gibt es dann nicht die oder vergleichsweise kleinere Summen, die großen Entwürfe für 3 Jahre, sondern halt Dinge, die sehr schnell umsetzbar sind. Das ist dann auch klar im Rahmen der Ausschreibung. Und ich halte das für einen positiven Trend, weil oft sind es kleinere Dinge, die man braucht, um was Interessantes, Schnelles, Neues als erste sozusagen Marke zu setzen. Und gerade im Social Media Markt, gut, Instagram haben wir uns ausgerechnet, dass es in ein paar Jahren auch noch geben wird, aber da ändert sich einfach viel. Und was wir gesehen haben bei unserem Projekt, wir hatten, muss man sagen, echt Glück, denn das, worauf wir angewiesen nämlich waren, die offene API-Schnittstelle, die hat sich 1 Monat nach unserem Projektende geschlossen. Und das war was, wo wir mit sehr viel Schweiß oder sehr viel gezittert haben, wird das noch, denn es war schon angekündigt und wir haben es gerade noch so eben durchbekommen, das hätte das gesamte Projekt ad absurdum führen können. Gehen wir mal von der zeitlichen Ebene in die räumliche Dimension, die unterschiedlichen räumlichen Koordinatensysteme. Und ich habe Ihnen natürlich versprochen, irgendwie geht es auch um Witz und ich habe einen Witz dazu. Also sowas Ähnliches wie ein Witz. Ein Zitat von Robert Basil, Science Reporter von NBC News, und zwar 70er oder 80er Jahre. Und der hat bezogen auf die Publikationspraxis zu seiner Zunft kritisch, muss man sagen, ungefähr oder sinngemäß Folgendes gesagt. Wenn die 10 Gebote in der heutigen Zeit verkündet würden, würden die Nachrichtenagenturen vermelden, Gott hat heute die 10 Gebote herausgebracht. Die 3 wichtigsten waren folgende. Würde manches vereinfachen im Leben, man müsste sich nur noch, weil von den anderen 7 erfährt man ja nichts, man könnte vielleicht auch nicht mehr so viel sündigen, weil man weiß nicht von den anderen 7. Aber macht natürlich deutlich in der Tat die Fokussierung des Journalismus auf den Kern. Und das war, wie gesagt, in den 70er, 80er Jahren, hat sich ja noch zugespitzt. Julius Tröger, wie sieht es da aus, wenn man in so einem Team arbeitet und dann werden unendlich viel Daten produziert? Raum für die Veröffentlichung, natürlich online kann man auch beliebig viel veröffentlichen, aber wenn es geklickt werden soll, vielleicht dann auch wieder nicht. Wie waren da die Erfahrungen oder sind die bisherigen Erfahrungen, was die Veröffentlichungspraxis von Wissenschaftlern und Journalisten angeht? Also ich glaube, wir haben einfach so unglaublich andere Zielgruppen. Wenn man zum Beispiel jetzt überlegt bei Wissenschaftlern, wenn die ein Paper rausgeben oder in einem Magazin, dann setzt sich jemand, der dich damit auskennt, am Abend mit einem Glas Wein hin und liest es und freut sich darüber und hat da lange Zeit. Und wir veröffentlichen für ein wahnsinnig breites Spektrum von Menschen. Die sitzen einerseits in Berlin, aber auch sonst wo. Teilweise werden wir auch international gelesen. Wir wissen gar nicht genau, wer uns da liest. Und es muss auch schnell gehen, natürlich häufig. Ne? Also wir verlieren unsere Leser vermutlich schon nach wenigen Sekunden, wenn es ihnen jetzt nicht interessiert. Das ist natürlich schon einfach, das sind ganz andere grundlegende Bedürfnisse von den Lesern, die wir einfach haben in dem Bereich. Und wir haben so ein bisschen die Maxime immer, wir machen eine Überschrift so, dass sie der Wissenschaftler auch noch mit möglichst wenig Bauchschmerzen akzeptiert.
Und das hat auch funktioniert? Das hat eigentlich immer funktioniert soweit, genau. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Maxime, ja. Und wie haben Sie diese verschiedenen Ebenen dann gelöst? Es gab dann die Publikation online und die Wissenschaftler haben dann quasi das Gleiche nochmal in Extensio in Fachzeitschriften veröffentlicht? Oder wie ist das abgelaufen? Meinen Sie jetzt aktuell von dem Volkswagen Stiftungsprojekt? Von dem Volkswagen Stiftungsprojekt. Genau, da gab es eben ganz normal Papers dafür. In den kartografischen Nachrichten zum Beispiel gab es eben einen ausführlichen Artikel. Und wir haben das eben angewandt bei uns auf Projekte. Als eine Methode ist es in ein Projekt eingegangen sozusagen, genau. Können wir das ein bisschen konkreter noch? Also haben die dann quasi das, was Sie, also die Essenz war dann sozusagen im journalistischen Teil und die Wissenschaftler haben dann in diesen Fachpublikationen das dann weiter ausgebreitet, das, was als Essenz schon da war, oder waren es andere als Aspekte? Haben wir zum Beispiel mehr über Methoden berichtet? Genau, oder? Okay. Das waren ja andere Aspekte. Also in den kartografischen Nachrichten geht es genau um die Methoden, wie das eben umgesetzt wurde. Und wir haben darüber überhaupt nicht berichtet. Also das interessiert doch, glaube ich, unsere Leser gar nicht, sondern die hatten dann nur das Ergebnis, was aus diesem Tool entstanden ist. Mhm. Ja. Herr Biemann, wie war das bei Ihnen? Ich habe Sie gerade nicken sehen. Also wie war das bei Ihnen? Was wurde von Ihrer Seite veröffentlicht und was haben die Journalisten veröffentlicht und wie unterschied sich das? Ja, bei uns war das tatsächlich sehr ähnlich und auch so im Gegensatz zu dem Talk heute früh, den wir hier gesehen haben, hier im Raum. Wir haben als Wissenschaftler die Methodik veröffentlicht, das Tool veröffentlicht, die Hülle veröffentlicht, so macht man das, so sieht das aus. Wir haben auch den Code veröffentlicht. Die Journalisten haben die Ergebnisse, die sie mit diesem Tool erzielt haben, in ihre Publikationen einfließen lassen. Und wir wissen gar nicht mal, wie viele und welche genau das waren. Also wir haben es auch geschafft, dass die Journalisten damit unabhängig arbeiten konnten. Von einigen wissen wir es. Wir waren natürlich so naiv zu glauben, dass wir jetzt irgendwie Citations bekommen, so ja, und dann werden wir erwähnt und so in diesem Artikel. Nee, das ist der Kodex, so arbeitet man nicht. Das stört uns auch nicht weiter. Aber das war jetzt vielleicht so eine Misskonzeption, weil wir ja hier so ein bisschen auch über Misskonzeptionen von beiden Seiten sprechen. Das floss dann einfach ein als Information in größere Recherchen, ohne dass das in irgendeinem Sinne gekennzeichnet gewesen wäre. Wobei die beiden anderen Journalisten am Tisch mir bestätigen würden, dass es jetzt keinen Kodex gibt im Journalismus, dass man Quellen nicht veröffentlichen darf oder sowas. Also Quellen nicht, aber mit welchen Tools das passiert, das war bei dieser Redaktion unüblich. Die hatten auch noch andere Tools, die haben sie da auch nicht reingeschrieben. Okay, also das ist, das würden Sie jetzt aus Wissenschaftlersicht für sinnvoll halten, oder? Also dass man zumindest, wer genauer nachlesen will, kann dann dort und hier nachlesen. Nö, ich finde, das ist ein ganz anderes Medium. Okay. Dann lassen wir es mal so stehen. Frau Wolfgang, bitte, Sie wären sowieso dran gewesen. In dem Fall, glaube ich, ist es wirklich so, weil es halt ein Tool ist in dem Fall, aber es ist ja keine Quellengrundlage, tatsächlich, dass man das nicht nennen würde. Wobei wir echt gerade viel diskutieren, könnte man oder sollte man nicht viel mehr den Weg der Erkenntnis im Journalismus auch dokumentieren und jetzt mit zunehmenden Online-Medien kann man ja, hat man ja tolle Möglichkeiten und da könnte man, oder fände ich es auch gut, wenn man darauf hinweisen würde, so und so kamen wir zu der Erkenntnis bei unserem DeepBait Explorer, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dann zu sagen, also bis dahin hat uns die Maschine geholfen und von da an haben wir dann wieder klassisch selber recherchiert. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber bisher ist es so, dass man, ja, dann, wenn man ein Tool benutzt, nicht unbedingt die Forscher zitierte das Tool gebaut haben. Aber ist das nicht eines der größten Fehler vielleicht des Journalismus, weil wir jetzt ständig erklären müssen, was ist der Mehrwert von Journalismus gegenüber dem, was man sowieso via Google oder in Social Media findet? Und jahrelang hat der Journalismus gar nicht gesagt, wie man arbeitet. Es gibt ja so einige Medien, zum Beispiel die Zeit, für die Sie ja auch arbeiten, die machen manchmal ein Kästchen darunter. Für diesen Beitrag wurden so und so viele Menschen interviewt, habe ich so und so viel Literatur gelesen, bin an diese Orte gereist und so weiter. Ist das nicht eigentlich auch, Julius Tröger, ist das nicht eigentlich essentiell nötig, sich das ein bisschen von der Wissenschaft abzuschauen, damit überhaupt nach außen auch bei den Rezipienten deutlich wird, was ist denn jetzt der Mehrwert, wenn ich jetzt da 5 Euro für so eine Publikation ausgebe? Weil da hat ja jemand richtig recherchiert. Vielleicht Frau Wolfangel, dann Herr Tröger. Also auf jeden Fall, ich glaube, das wird nötig, zumal mit den wachsenden Vorwürfen der Lügenpresse klarzumachen, wir arbeiten so und so und deswegen, also einfach transparent zu machen, dass wir eben uns nichts ausdenken, dass wir nicht nur unsere Freunde fragen oder unseren Boss, der uns sagt, du schreibst heute das und das. Also ich glaube, das wird nötig und immer wichtiger und ich glaube auch, dass das kommt. Mhm. Herr Tröger. Also wir machen das im Datenjournalismus immer bei uns. Wir veröffentlichen sowohl die Rohdaten, also wenn wir es eben dürfen, wir veröffentlichen unsere Methodik. Die verstecken wir immer so einigermaßen, weil ich sag mal, der normale Leser, die unbedingt nicht gleich sofort lesen will. Aber wer sich dafür interessiert, dem bieten wir das an. Unsere Annahmen schreiben wir da rein und in den meisten Fällen auch sogar unser Skript, unser R-Skript, wie wir gerechnet haben. Und Leute reproduzieren es tatsächlich. Mhm. Aktuell ist es so bei einer Geschichte gewesen, wir haben zum Beispiel ausgerechnet, wie nah sich die Parteien beim Wahl-O-Mat stehen, haben unsere Rohdaten und unser Skript veröffentlicht und einem ist aufgefallen, dass wir
uns bei einer Partei um 1% verrechnet haben. Ist ja in Ordnung, dann korrigieren wir das. Und das hat uns aber auch weitergeholfen. So. Und im Datenjournalismus ist es aber tatsächlich auch schon gang und gäbe, das zu tun. Sag mal, in normalen Veröffentlichungen eher selten. Also ich glaube auch jetzt gerade ist es vielleicht auch ein Platzproblem im Printerzeugnis. Online wird es tatsächlich auch nicht so häufig gemacht. Aber vor allem in solchen Geschichten, wo man sich auch mit tieferen Datenanalysen beschäftigt, ist es auf jeden Fall notwendig und wird auch gemacht. Herr Biemann, Sie wollten noch dazu? Ja, ich wollte einhaken. Natürlich ist das schön, wenn das erwähnt wird und ich finde es auch sinnvoll, dass Journalisten darüber schreiben, wie sie das machen. Aber ich finde, das ist eine andere Art von Artikel. Also es gibt Artikel, da passt das, es gibt Artikel, da passt sowas nicht. Was wir in unserem Projekt speziell, vielleicht ist es auch projektspezifisch gelernt haben, ist, dass die Information, die dann am Ende in den Artikel einfließt, so in dem Leak meistens gar nicht drinsteht, sondern da sind irgendwelche Indikatoren, mit denen man weitermacht. Deswegen mussten wir auch was anderes einstampfen, was wir eigentlich wollten, nämlich die Daten publizierbar für den Artikel zu machen. Das hätte in unserem Fall einfach überhaupt keinen Sinn gemacht, aus mehreren Gründen. Einerseits Leak- und Quellenschutz, andererseits war da auch nicht das drin, was interessant gewesen wäre. Also ich finde, da darf man nicht pauschalisieren, sondern muss das von Fall zu Fall entscheiden. Dazu noch? Ja, bitte. Zu dem Thema verschiedene Veröffentlichungskulturen in der Wissenschaft und bei uns. Also was ich aufgefallen ist, für mich war es ja von Anfang an auch so ein bisschen der Weg ist das Ziel. Ich habe gesagt, ich will eigentlich parallel immer bloggen und sagen, was ist der Stand der Dinge, welche Herausforderungen haben wir, welche Fallen, welche Sackgassen. Und da habe ich ganz kurz so einen Zucken gemerkt bei den Forschern, so, oh, nicht zu viel verraten und vor allem auch nicht zu viel, wenn es schief läuft und so. Und das war in der Praxis dann kein Problem, aber ich glaube, das ist schon so ein Unterschied, dass also selbstkritisch sein, eigene Fehler eingestehen in der Wissenschaft nicht so verbreitet ist. Und ich hatte so den Eindruck, hey, aber das bringt doch alle weiter und wir lernen ja alle was draus. Also vor allem ich habe viel draus gelernt, das ist wichtig. Und ich glaube, das können wir noch voneinander lernen in Zukunft, da uns, also beide Seiten zu lernen, selbstkritisch zu sein und einfach offen und ehrlich zuzugeben, das war eine Sackgasse und wir haben dann das und das gemacht stattdessen. Herr Plehner, eine Ergänzung dazu? Ich denke, prinzipiell ist es einfach eine Frage der Granularität. Also in der Wissenschaft geht es ja darum, wenn es um Methodik geht und will ich das darstellen, ich muss meine Studie reproduzierbar machen. Das heißt, jemand, der sagt, wie ist das zustande gekommen, muss in die Lage versetzt werden, es genauso nachmodellieren zu können. Und wir sind ja auch von einem Punkt ausgegangen, das hat bislang eben noch keiner gemacht, was wir gemacht haben. Man muss uns auch überlegen, zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel zu machen, wie reduzieren wir die Zahl der Hashtags, nach denen wir tatsächlich suchen. Und wie kommen wir da auf eine Methode, das hat noch nie jemand gemacht, wir konnten uns auf nichts sozusagen stützen, die wir einfach zitieren können und sagen, wir machen so oder ähnlich wie dieses Vorgehen. Wie kommen wir auf eine reproduzierbare Methode, wie beschreiben wir den Artikel, ohne dass es zu lang wird. Aber das ist klar, das kostet einfach Platz und Zeit und würde wahrscheinlich außerhalb einer wissenschaftlichen Publikation jetzt auch im Print oder vielleicht im Online wenige Leute interessieren. Also das ist, glaube ich, schon eine Frage der Granularität. Wie habe ich immer noch gesagt, sind zwei verschiedene Publikationsformen. An sich denke ich schon, gerade wenn Datenjournalismus gemacht wird und es um Fake News geht, dass es wesentlich ist zu sagen, wo sind meine Quellen, welche Algorithmen zum Beispiel wurden untersucht, worauf basiert mein Modell. Ich denke, das kann man auch verkürzt gut in der journalistischen Publikation bringen, aber ich glaube, so dieses ganz kleine, aufgedröselte, das ist ermüdend irgendwann mal. Bleiben wir mal bei dem Stichwort Transparenz der Methoden und letztendlich kann man ja noch so gute Methoden haben, da treffen ja Menschen aufeinander. Das heißt, sie mussten sich irgendwie organisieren jetzt. Und das würde mich jetzt interessieren, also wenn wir das mal transparent machen können, wie haben Sie das jeweils gemacht? Gab es dann einen Projektmanager, gab es dann einen Oberchef oder eine Oberchefin oder wie haben Sie sich sozusagen zusammengefunden? Wie haben Sie die Arbeit strukturiert? Weil es ist eine Teamarbeit und da muss man natürlich irgendwie entweder immer im Konsens oder nach einer Diskussion, dass einer entscheidet. Wie haben Sie sich da jeweils organisiert? Herr Plehner, vielleicht fangen Sie an. Also wir hatten das einerseits mit persönlichen Treffen geregelt. Wir hatten auch innerhalb des Programms einen Workshop uns sozusagen reingeschrieben für Datenvisualisierung, um dann nochmal Input zu bekommen von außen, wo wir uns auch nochmal getroffen hatten und hatten dann sagen wir, halbjährliche Treffen, abgesehen davon Skype, E-Mail, natürlich Berlin, Ulm ist jetzt nicht so unbedingt nebeneinander liegend, aber auch bei Telefon und sehr, sehr viele E-Mails war eigentlich die beste Abstimmungsform, weil es auch genau darum ging, welche Fragestellung verfolgen wir eigentlich jetzt weiter. Also
Wir haben ja verschiedene Publikationen so am Schirm, die wir machen wollten, oder verschiedene Fragestellungen, die wir abarbeiten wollten, was irgendwann aber auch zu groß wird für eine einzige wissenschaftliche Publikation, wo man sich sagen muss, das kriege ich nicht mehr in ein Paper gepackt, und da eine Priorisierung zu setzen. Welche Fragestellungen arbeiten wir jetzt an, was baut er aufeinander auf? Das hat relativ viel Abstimmungsbedarf gebraucht. Aber Sie haben dann immer Konsensentscheidungen getroffen, oder gab es einen Primus inter pares, der dann gesagt hat, das ist ja in der Medizin oft so, am Schluss muss einer, also auch im OP wird ja normalerweise nicht diskutiert, sondern da muss einer entscheiden, wie es gemacht wird. Wie war das bei Ihnen? Gab eigentlich, soweit ich mich erinnere, immer Konsensentscheidungen, und gab natürlich schon die Funktion dessen, in meiner Funktion des Projektverantwortlichen oder Leiters, da ich berichtspflichtig sozusagen gegenüber der Stiftung war einerseits, und andererseits, und das ist nochmal vielleicht so in Ergänzung zu den verschiedenen Zeitrahmen, wenn man so ein Projekt durch eine Uni abwickeln lässt, und das waren Journalisten wiederum nicht so gewohnt, es gibt unendliche Zeitabläufe, ein Ethikvotum zu erlangen. Da muss man einen Ethikantrag schreiben, das muss begutachtet werden, dann kommt ein Feedback, einen Computer finanziert zu bekommen, über die Kostenstelle, über die Materialwirtschaft beschaffen zu können. Das sind Dinge, die einfach, und einen Vertrag mit Journalisten aufzusetzen, hatten die noch nie gemacht, Dinge, die Monate dauern können. Und das war dann auch im Endeffekt eine administrative Rolle, die dahinter gesteckt ist, die sich auch bei mir gelegen ist. Ich komme gleich zu den anderen nochmal, was sozusagen die Strukturen angeht. Ich würde gerne das Stichwort Ethik nochmal aufbringen. Wäre das jetzt bei Ihrem Projekt leichter gewesen, weil es ging ja tatsächlich um Suizid, Selbstverletzung, wenn man es als komplett journalistisches Projekt ausgewiesen hätte? Weil die Frage stellt sich an der Zusammenarbeit immer, ist man ein Journalist oder ist man Wissenschaftler? Ist es ein wissenschaftliches Projekt? Dann brauche ich die Ethikkommission. Beim Journalisten gibt es zwar auch Kodizes, aber es muss nicht so formalisiert durch eine Ethikkommission. Wie war das bei dem Projekt? Also gut, für uns war es relativ klar, wir sind Uni-Angestellte, dass es und wir, jede wissenschaftliche Publikation, jedes Journal, das etwas auf sich hält, verlangt ein Ethikvotum. Sonst hätte man keine Chance auf Publikation, abgesehen davon. Also war es für uns ganz klar, dass wir einerseits ein Ethikvotum, andererseits ein Votum des Datenschutzbeauftragten haben wollen, das positiv ausfällt. Und das ist sicher anders als im journalistischen Arbeiten, denn es gab ja parallel dazu auch von Martin die Reportage, wo er Leute dann kontaktiert hat und auf sozusagen Einzelfallebene mit denen gesprochen hat. Und dann war irgendwo so der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich ein ziemlich spannender Ansatz, aber wir wollen das dann auch qualitativ machen. Wir setzen das noch drauf und dann brauchen wir wieder ein Ethikvotum. Dürfen wir denn Leute ansprechen und deren Daten verwenden? Wir haben das auch durch die Ethikkommission bekommen, die war ein bisschen geschockt, weil wir es tatsächlich per Messenger gemacht haben. Also quasi nicht die Leute angerufen, was die kannten, sondern angechattet und dann mal Datenschutzerklärung und Einwilligungserklärung alles mal so quasi per Messenger zu machen. Das war schon Stretch für unsere Ethikkommission, aber sie haben sich da eingelassen drauf, und das ist für uns natürlich auch irgendwie eine tolle Sache, weil wir haben dann was gemacht, was bislang, also wir haben eine einzige Publikation gefunden, auf die wir uns auch berufen konnten, nach langem Suchen, wo sowas Ähnliches mal gemacht wurde, aber man schafft damit ja Präzedenzfälle auch, auf die man sich beziehen kann, und das war für uns herausfordernd, aber eigentlich ein ganz, ganz guter Erfolg, das dann denen auch erklärt zu haben, dass wir hier tatsächlich niemandem schaden. Also man kann von den gegenseitigen Strukturen auch voneinander lernen, sozusagen. Hätte ich mir wahrscheinlich nicht getraut ohne Journalisten oder ohne den Druck zu sagen, nee, wir wollen aber tatsächlich mit den Leuten auch nochmal detailliert einzeln reden. Ja. Frau Wolfangel, wie war das bei Ihnen? Gab es einen Primus inter pares oder wie haben Sie sich organisiert? Wir haben echt sehr iterativ gearbeitet, das heißt wirklich sehr oft telefoniert, immer wieder getroffen, und es war ich immer so, man sagt, okay, bis zum nächsten Mal machen wir das und das, und nach 2 Tagen habe ich angerufen, weil doch noch was anderes aufgekommen ist oder weil irgendwas nicht geklappt hat oder weil irgendwas doch unklar war oder was Überraschendes oder so. Also bei uns war es, weil wir auch ein kleines Team waren, wir waren auf der gleichen Ebene und haben tatsächlich immer wieder abwechselnd Fehler, Probleme, Fragen gehabt und uns einfach angerufen. Okay, Herr Tröger? Ja, bei uns war es auch so, am besten hat es funktioniert, wenn wir in einem Raum zusammengearbeitet haben, haben wir gemerkt. Also wir haben uns ganz am Anfang getroffen, haben das Projekt eben kompletten Projektplan gemacht und haben dann den ganzen Tag zusammen verbracht und dann danach viel geskypt. Haben dann gemerkt, als wir dann Probleme bekommen haben mit irgendwelchen Umsetzungen, dass wir das am besten lösen können, wenn wir zusammen in einem Raum sind. Also wenn wirklich direkt der Programmierer und auch die Kollegin, die wissenschaftlichen Kollegen von der Uni, dass die einfach zusammen da sitzen, zum Beispiel 2 Tage am Stück und jetzt irgendwas implementieren. Wenn irgendeine Frage auftritt, kann man die direkt zusammen lösen. Oder man kann einfach nochmal kurz raus einen Kaffee trinken nochmal. Und einfach, das hat am besten funktioniert, wenn wir wirklich zusammen in einem Raum waren. Also persönliche Kommunikation ist auch in der digitalen Welt viel wert. Herr Biemann.
Ja, also ich habe jetzt gerade mal im Kopf durchgezählt und bin auf circa ein Dutzend Personen gekommen, die bei uns in diesem Projekt am Ende mitgearbeitet haben, was dann auch erklärt, dass das jetzt nicht eine kleine Gruppe ist, wo alle quasi gleich mitdiskutieren. Wir haben es aber doch sehr flach gehalten und wir haben das sehr ja, situativ gelöst. Also was bei uns ganz wichtig war am Anfang ein Kick-off-Meeting, dass wir uns alle kennengelernt haben und wo schon die wichtigsten Sachen ausgeräumt worden sind, die wichtigsten Misskonzeptionen, und das war tatsächlich vor Ort in Person. Dann gab es regelmäßige Skype-Meetings, diverse Dokumentationstechniken eingesetzt wie Wikis oder Trello-Boards oder wir haben noch durch Code in GitHub, und dann ging das auch sehr viel bilateral. Und in meiner Rolle als Berichtsverantwortlicher habe ich das dann ein bisschen moderiert, aber es war jetzt nicht so, dass einer den Ton angibt und die anderen laufen hinterher. So kann das auch gar nicht funktionieren. Aber das klingt ja wirklich ein bisschen so ähnlich, wie man das auch in wissenschaftlichen Kooperationsprojekten gibt, Kick-off-Meeting, und dann doch, höre ich jetzt bei allen raus, dann doch irgendwie gegenseitiger Respekt. Ein finnischer Kollege hat mir mal erzählt, dass sie das in der Tradition des Landes, wenn die so ein Kooperationsprojekt haben zwischen verschiedenen Universitäten, dann gibt es ein Kick-off-Meeting und als erstes gehen sie mal alle zusammen in die Sauna und dann ist die angenehme Projektatmosphäre geschaffen, dass man sozusagen dann auch 3 Jahre zusammenarbeiten kann, meistens jedenfalls. Ich habe einen weiteren Punkt bei mir auf der Liste, das war die Kommunikation, Vokabeln, also wie man eigentlich miteinander spricht. Ich habe mal von unserem Juristen gelernt auf einer Veranstaltung, wo es auch darum ging, wie verschiedene Berufsgruppen arbeiten und sprechen, dass es ja bestimmte Begriffe gibt, die in verschiedenen Bereichen ganz unterschiedliche Sachen bedeuten. Beispiel, wenn ein Journalist von grundsätzlich spricht, heißt das was ganz anderes, als wenn man im Alltagsgebrauch von grundsätzlich spricht. Im einen Fall ist es nämlich grundsätzlich und im anderen Fall ist es eher die Ausnahme, habe ich jedenfalls so verstanden. Was haben Sie da für Beobachtungen gemacht? Also musste man erstmal eine Begriffsklärung machen, wenn man von Signifikanz vielleicht gesprochen hat oder wenn man von Datenauswertungen gesprochen haben. Herr Biemann. Ja, das ist bei interdisziplinären Projekten immer so der Hauptpunkt, ne? Die permanente Begriffsklärung. Und ich meine, da kommt natürlich auch Erfahrung rein. Ich kann mich erinnern, tagelang mit Leuten vorbeigeredet zu haben, und inzwischen kenne ich eine Methode, mit der das ganz gut funktioniert, nämlich immer am Beispiel arbeiten. Denn Leute sind sehr flexibel, was die Bezeichnerei von Dingen irgendwie betrifft. Also man kann das auch umlernen, man kann auch bereit sein, neue Bezeichner für Sachen anzunehmen, die einem eigentlich schon geläufig sind in anderen Kontexten, in anderen Bezeichnern. Aber man braucht das gemeinsame Beispiel. Also deswegen so als Tipp für Leute, die sowas vorhaben, immer direkt ran an die Daten, immer Beispiele sagen, darüber diskutieren, darüber sagen, wer nennt wie was, und dann räumt man sowas relativ schnell aus. Das ist aber ein kontinuierlicher Prozess, das tritt immer wieder auf. Julius Rüger dazu. Na, bei uns war vielleicht auch der Vorteil, dass wir selbst viel mit der Kartografie schon gearbeitet haben. Also wir vielleicht auch einige Begriffe schon kannten, die man vielleicht normal im Journalismus nicht kennt, wenn es um bestimmte Kartenprojektionen geht oder um bestimmte Geoformate. Da kannten wir schon einige, und ich glaube, das hat bei uns die Kommunikation so ein bisschen vereinfacht. Aber trotzdem haben wir natürlich dann noch sehr viel gelernt. Herr Plener, vielleicht erst. Ich denke, das waren ja auch, also wir werden ja alle datenaffin, die mitgearbeitet haben oder auch schon im Datenjournalismus, und das schafft, also braucht man über Grundbegrifflichkeiten, war eigentlich keine Diskussion mehr, vor allem dann eher, wenn es um dann höhere statistische Tests und was sagt das eigentlich aus und wie können wir das gestalten. Das war dann was, wo es tatsächlich ums Erklären ging oder ums gegenseitige Verstehen, aber also ich könnte mir jetzt nicht erinnern daran, dass es da große Diskrepanzen gegeben hätte. Und Frau Wolfangel, wo haben Sie vielleicht aneinander vorbeigeredet oder auch nicht? Also mir ist aufgefallen anhand von dem Begriff Genauigkeit, also da wusste ich schon viel natürlich als Wissenschaftsjournalistin, man muss immer fragen, wie ist denn die Genauigkeit, die Accuracy von Ihrem System oder Ihrem Algorithmus? Und dann ging es ja bei uns, habe ich ja schon gesagt, um Evaluation, wie gut ist das System? Und dann habe ich also andere gefragt, wie ist denn jetzt die Genauigkeit? Und er hat mich dann so ein bisschen aufgeklärt, Achtung, das ist gar nicht unbedingt das, was man umgangssprachlich meint, wie genau es ist, und zwar anhand von dem Beispiel. Ich habe unter anderem Debatten um Vorratsdatenspeicherung gesucht, und er meinte, wenn jetzt in allen Bundestagsdebatten, die wir haben, geht es in 99% der Fälle nicht um Vorratsdatenspeicherung. Und wenn unser System jetzt quasi immer sagen würde,
In dem Fall geht es nicht darum, aber einfach immer, also wenn Sie es bei 100% der Fälle sagen würden, es geht nicht darum, dann wäre die Genauigkeit 99%. Das heißt, ich als Journalistin denke, wow, wahnsinnig genau, 99%, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht ein ganz dummes System, was immer nur einfach Nein sagt. Also das fand ich spannend und da glaube ich, muss man auch als Journalist nochmal kurz drüber nachdenken und ab und zu mal darauf hinweisen, dass Genauigkeit nicht Genauigkeit bedeutet eigentlich. Dann gibt es die Reliabilität und die Validität und man kann auch präzise vorbeischießen. Genau. Gut, ja, ich sage an die Kolleginnen und Kollegen hier auf dem Podium schon mal ganz herzlichen Dank, weil ich glaube schon einige Punkte jetzt schlaglichtartig natürlich, es ist ein journalistisches Format, was wir machen, kein wissenschaftliches, aber ich glaube schlaglichtartig doch einige Punkte deutlich geworden sind, die vielleicht auch anderen jetzt hier in der Runde nützen für vergleichbare Projekte. Und natürlich, weil ich das so anmoderiert habe und weil Sie mir nicht geholfen haben mit weiteren Wissenschaftlerwitzen, kriegen Sie jetzt als Rauschmeister einen Wissenschaftlerwitz, der insofern ganz interessant ist, weil er verschiedene Typen von Wissenschaftlern charakterisiert und vielleicht hat jemand eine Idee, wie man da noch den Journalisten unterbringen könnte. Der Witz geht wie folgt. 10 Leute inklusive Fahrer fahren mit dem Bus. Der Bus hält an und 11 Leute steigen aus. 3 Wissenschaftler werden zu diesem Vorgang befragt. Der Physiker sagt dazu, das ist okay, 10% Abweichungen sind noch in der Toleranz. Der Biologe sagt, ganz klar, die haben sich unterwegs vermehrt. Und der Mathematiker sagt, also wenn jetzt noch einer einsteigt, dann ist der Bus leer. Und in diesem Sinne, leeren Sie jetzt diesen Raum bitte, gehen zu anderen Veranstaltungen, gehen hoch in C55, um mehr über die Projekte und auch die anderen von der Volkswagen Stiftung geförderten Projekte zu erfahren. Da wird auch ein Poster sein, was meine Mitarbeiterin Dr. Julia Serong quasi erfasst hat in Gesprächen mit Journalisten, was die denn sozusagen in den Projekten gelernt haben. Und sie lernen natürlich ganz viel noch zu den Inhalten dieses Projekts. Wie gesagt, machen Sie diesen Raum leer und füllen Sie dann wieder. Ich bedanke mich bei Ihnen auf dem Podium und bei Ihnen fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch. Thank you.